So, einen schönen guten Tag an alle, die bisher zuschauen und noch zuschauen werden. Mein Name ist wie immer Björn oder Björn ist Maxi. Und auch heute widme ich mich wieder der Übersetzung von Mother 3. Wie schon gesagt, werde ich dort fortsetzen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Das war also immer noch im ersten, so ungefähr Ende des ersten Kapitels. Und werde auch wieder das Spiel direkt am Stück durchgehen. Sobald ich einen englischen Satz sehe, werde ich schauen, wo der, in welchem Block der ist. Dann kompletten Block übersetzen, seht ihr alles live. Um nochmal ganz kurz die einzelnen Elemente zu beschreiben. Erstmal hallo Roxas, gut, dass du auch wieder dabei bist. Um die ganzen Elemente nochmal zu beschreiben, die wir alle haben. Hier ist der englische Text, der übersetzt werden muss. Hier ist der deutsche Text, beziehungsweise meistens ist eher nochmal eine Kopie des englischen Textes, den ich dann ins Deutsche übersetze. Das hier ist der Container oder Block, der allgemeine Textblock, in dem sich der Text befindet. Die Zeile und von wie vielen Zeilen. Und hier schlussendlich ist eine Vorschau, wie es nachher im Spiel ungefähr aussehen wird. So, freut mich, dass du immer dabei bist. Also, dann machen wir mal weiter. Wir sind quasi direkt vor dem ersten Magoiner. Was hat hier der Schwellens dran? Nur Deutsch ist das, okay? Blub, blub, blub. Oh nein, ich sag, weg. Okay, und schon, erster englischer Text. Bestes Übersetzungsmaterial. Erstmal schön suchen, wo das sich blendet. Oh nein, das ist auch wieder so ein Wortwitz. Block 225. 5. Und dann fängt's auch schon an. Hier einer der ersten geänderten Namen. Aeolia ist, also die ganzen Magoiner sind alle nach, wie nennt man's? Hat viel mit Musik zu tun. Aeolia, Mixolydia und so weiter. Das sind alles Musikformen. Und äolische Musikformen schreibt man halt im Deutschen mit Ä. Das ist also eine ziemlich simple Übersetzung mit dem Namen. Ich sollte eigentlich auch noch Bett übersetzen und das Apostroph entfernen. Sudale. Und oh nein, Rose Hip Tea. Was für einen Bug hattest du denn? Oi, 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 oi. Mein PC scheint schon wieder Probleme zu machen. Vielleicht mal das Ding aus. Rose Hip Tea, was ist das? Hagebutte, super. Hagebutten-Tee. Ich hoffe mal, dass es damit jetzt nicht keine Wortwitze auf sich hat, im Satz, in dem Sinn. Das jetzt. So. Ja, den Bug, den gibt's schon immer bei Twitch. Irgendwie scheint es einfach ein allgemeiner Bug zu sein. Wenn du dir genau sicher bist, dass derjenige streamt und vielleicht sogar schon eine Zuschaueranzahl unten dran steht, dann einfach neu laden und dann ist es in der Regel schon gegessen. Zweite Zeile. Okay, wunderschön nach oben.
Ups. Halt, was habe ich jetzt falsch gemacht gehabt? So, my, my. Wie übersetze ich denn das jetzt am besten? Das ist tatsächlich jetzt das erste Mal, nicht schon mal nicht das erste Mal, aber eine der ersten Instanzen, in dem ich die Magoine übersetzen muss. Und die, ja, sprechen besonders. Oder um es einfach direkt anzusprechen, man kann schon denken, dass die homosexuell sein dürften und, und sich dementsprechend auch sehr, sehr campy verhalten. Und da muss ich jetzt wirklich schauen, wie würde hier so jemand sprechen? Ja, ich versuch's halt wirklich hier jeden Samstag zu machen, einfach weil... Ja, ich hab's auf der Facebook-Seite schon gesagt, die Routine brauche ich und so wird's auf jeden Fall fertig. Ich muss halt schauen, wie ich das dann mache, wenn es dann mal dazu kommt, jetzt hier Kampftexte und so weiter zu übersetzen, weil die kann ich nicht in diesem Editor hier machen, sondern muss die wirklich im ganz normalen Windows Notepad übersetzen. Ich meine, ich habe auch die Möglichkeit, hier das Windows Notepad anzeigen zu lassen, hier mal als Demonstration. Blub, Windows Notepad. Da habe ich gerade rausgefunden, in welchem Block das Ding ist. Aber ich habe halt keine Textvorschau wie hier. Das ist es. Und deswegen werde ich da halt dann auch viel mehr testen müssen. Ich muss den Text übersetzen. Dann muss ich es in das Spiel einpflanzen. Sprich, ich muss effektiv einen neuen Übersetzungstext machen. Einen neuen Übersetzungspatch machen. Den einbauen und ja. Und das ist halt einfach ein viel zu großes Hin und Her, was ich da machen muss. Aber es ist halt nötig, von daher kann ich nichts machen. Anderes zumindest. Das seht ihr jetzt natürlich hier nicht. Ich habe hier noch so einen Repeat-Button. Unterhalb von den deutschen Text ist nochmal so ein kleiner Textblock, in dem Notizen stehen von Tomato direkt. Wenn sich jetzt eine Zeit wiederholt, dann habe ich so einen schönen Button rechts von diesem englischen Block, den ich nur anklicken muss, und dann übersetzt er mir die Zeilen, die den gleichen Text beinhalten, direkt. Muss ich das hier auch nochmal machen. Die Dateien, also ist die Übersetzungstools mit allem drum und dran, sind inzwischen öffentlich. Ich mache mir mal ganz kurz die Arbeit und schaue, ob ich da die Seite dafür finde. Dann poste ich die ganz kurz in den Chat. Also das heißt, wenn ihr euren eigenen Übersetzungspatch machen wollt, bitteschön. ja, ganz genau hier. Pub. Das ist die URL für die ganzen Übersetzungstools und so weiter. Die wurden vor einem Jahr ungefähr öffentlich gemacht. Ich persönlich habe es noch wirklich direkt von Tomato bekommen, habe mich also bei ihm, ich sag mal, bewerben müssen. Und habe es dann so bekommen. Ich hätte also schon um einige schneller fertig sein können. Ich bin ja, wie gesagt, schon 4 Jahre da dran. Ich bin halt langsam, aber zuverlässig, nicht zuverlässig, doch zuverlässig auch. Aber ich meine jetzt, langsam, aber jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ich bin irgendwas, was positiv zu sehen ist. Sorgfältig, das meine ich, sorgfältig. Weil ich möchte natürlich einfach die Qualität von dem Patch auf oberstes Niveau einfach bringen. Schon mal.
darauf einstellen, dass ich überall das Herzchen reinbringen darf. Genau. So, guter oder gutster Freund? Ich glaube, gutster Freund. Nein, das passt nicht. Das ist grammatikalische Scheiße. Guter Freund. Alec. Pause. Pause. Wie schreibe ich das? Ah, jetzt muss ich es mal schauen, kennenlernen, zusammen oder auseinander oder beides. Ey, Computer, hör auf bitte. Nicht so rumlaggen. Kind greift Z. Achso, genau, da ich ja keine Kamera an habe. Ich habe hier bei mir immer ein Englischwörterbuch und mein Duden liegen. Bin auch nicht perfekt in Rechtschreibung und Grammatik, Deutsch und Englisch, und von daher. Es ist einfach wichtig, das noch dabei zu haben. Wo ist jetzt kennenlernen? Kennenlernen. Wohl als auch. Super. Dann lasse ich es mal auseinander. Lasst euch. Lasst euch uns mal. Uns euch. Feiern. Stellen wir hier auch mal hier. Super, freut mich. Hallo Philipp Handel. Ja, Deutschpatch für Mother 3 gibt's noch nicht, ist halt noch in Arbeit. Deswegen meine Livestreams, damit ich mir selbst, ich sag mal, in den Arsch treten kann. Thank you.
Oh, das sind schon. Wobei, Moment. Ich beeile mich so schnell ich kann. Bitte nicht hetzen. Alakipu, oh shit, wie übersetze ich das jetzt? Roxas, du meinst wahrscheinlich das Mother 3 Handbook, was man sich auf Fangame kaufen kann, oder? Klischeehafter. Zeile dazu breit. Ja, dann denke ich, dass wir das gleiche Buch meinen. Ich habe das ja auch und kann ich auch auf jeden Fall auch empfehlen. Es ist halt ein schönes Fan-Artbook und Fan-Lösungsbuch. Richtig gut gemacht, sehr detailliert und ja, insgesamt einfach sehr geil und empfehlenswert. Bitte nicht wundern, wenn es beim Emulator ein bisschen stottert. Mein PC scheint heute irgendwie nicht so performance-technisch mitmachen zu wollen wie sonst. Dann.
Märchen. Ja, ich hoffe, dass mir die Nachwelt danken wird, obwohl es mir darum gar nicht geht. Es geht mir tatsächlich hauptsächlich darum, es geht mir hauptsächlich darum, dass ich selbst auch in Deutsch spielen kann. Ich meine, ich habe es auf Japanisch durchgespielt mit einer Übersetzungshilfe. Ich habe es auf Englisch durchgespielt. Auf Deutsch möchte ich es auf jeden Fall auch nochmal durchspielen. Das ist halt einfach quasi meine Begründung, warum ich das mache. Ich denke nur an mich. Ich bin ein totaler Egoist. Ich hoffe tatsächlich, dass Mother 4 dieses Jahr noch rauskommt. Ich glaube, ich habe es im letzten Stream schon gesagt. Wir haben es ja jetzt schon zweimal auf jeweils das nächste Jahr verschieben müssen oder haben es halt verschoben. Und ich werde halt ein bisschen ungeduldig. Ich würde es natürlich jetzt überhaupt nicht verteufeln, wenn sie es doch erst nächstes Jahr rausbringen. Aber wenn die das halt noch polieren wollen und ihre Inspiration oder ihre Idee noch nicht so umgesetzt haben, wie sie es wollen, dann sollen sie ruhig dran feilen. Weil es gibt da diesen tollen Spruch von Shigeru Miyamoto, ein verschobenes Spiel ist irgendwann gut, ein gerushtes Spiel oder ein schnell rausgebrachtes Spiel ist für immer schlecht. Und ich finde es okay, wenn die sich an den Spruch quasi halten. Eher sollen sie es verschieben und das so perfekt wie möglich machen, als dass sie irgendwie einen Scheißdreck rausbringen. Okay, was ist Rambunctious? Rambunctious. Okay, Google-Frage. Wenn du mit der Mother-Serie anfangen willst, alle drei Teile hängen ein wenig jeweils miteinander zusammen. Aber nicht so, dass du jetzt, du kannst jeden Teil unabhängig von den anderen Teilen spielen. Mit Mother 1 anzufangen ist halt, das könnte dir die Serie versauen, weil der erste Teil ist wirklich brutal schwer. Du musst eine Menge grinden und
ich würde es nicht empfehlen, mit dem ersten anzufangen. Kauf dir lieber Earthbound auf der Virtual Console, entweder auf dem New 3DS oder auf der Wii U. Earthbound ist zwar auch nicht besonders leicht, aber leichter als Mother 1. Und es hat halt schon den etablierten Humor auf jeden Fall. Also ich würde dir einfach empfehlen, in der Reihenfolge erstmal Earthbound, dann Mother 3 und dann, wenn du Bock drauf hast, Mother 1. Da würde ich dir bei Mother 1 sogar empfehlen, den Easy Patch zu benutzen, einfach um es leichter zu machen. Dann haben die Gegner halb so viel HP, geben aber doppelt so viele Erfahrungspunkte und doppelt so viel Geld. Roxas, meinst du das erste Paper Mario? Weil ins erste Paper Mario ist es überhaupt nicht schwer, irgendwelche Grafiken reinzuhacken. Englisch. Auf Deutsch. Ja, das ist super. Was ist denn das? Uncontrollably exuberant. Boisterous. Okay, boisterous. Stürmisch. Dankeschön, Google. Habe ich nicht meine Pause vergessen? Ja, okay, da kann ich cheaten. Vielen Dank, Philipp. Also ich kann es dir gleich mal sagen, ganz kurz, wir sehen uns sehr wahrscheinlich jeden Samstag auf Deutsch. Ich mache freitags und sonntags auch jeweils nochmal Livestreams, allerdings auf Englisch. Sonntags habe ich mir jetzt einfach mal vorgenommen, kommt einfach irgendein Mario-Spiel. Jetzt morgen wird zum Beispiel Mario Maker. Freitags nehme ich irgendein Spiel, was ich gerade sonst auch spiele. Jetzt letzten 2 Wochen waren es Pinball. Hat mir halt immer, weil es mir Spaß macht. Von daher, wenn du Bock hast, schau gerne rein. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber sei halt natürlich nicht überrascht, wenn es dann plötzlich auf Englisch ist. Und natürlich auch vielen Dank fürs Abonnieren. Ciao, ciao. Aus einem Grund sagt mir mein Statistik im Übersetzungsprogramm, dass ich noch 9 Zeilen zu übersetzen hätte. Aber ich habe keine Ahnung, wo. Wird schwer es rausfinden, wenn irgendwo komplettes Gebrabbel kommt.
So, gibt's jetzt irgendwie ein deutsches Wort für Gentleman? Ich habe keine Ahnung, was Earthbound X ist. Ist es ein Rom-Hack oder was soll es sein? Hallo Clayne Kuhn, schön dich zu sehen. Was ist passiert? Ich habe hier einen Fehler. Oh. Typ. Schon besser. Ja, die besten Server gibt's nur bei Twitch. Finde ich schade, dass es bei manchen, bei dir zum Beispiel, so ist. Sehr gut. Ich hoffe, dir hat's Spaß gemacht. Also du hast auch alle drei Enden, beziehungsweise alle möglichen Wege durchgemacht. Soulless heißt in dem Fall, das Bad Ending, der böse Durchgang. Oder was verstehe ich jetzt gerade darunter? Besser als Mother 3 sogar. Weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt auch sagen könnte tatsächlich. Ich weiß, also ich finde, die sind auf jeden Fall sehr nah beieinander. Achso, okay, den habe ich auch gemacht, aber das ist wirklich bloß so eine. Also den Pacifist dann halt nochmal machen, ist effektiv eigentlich auch nur so eine 5-Sekunden-Sache, die ans Ende dran getackert ist, was halt einen kleinen Twist noch mit sich bringt, aber ist jetzt nicht wirklich nötig, das nochmal zu machen. Auch wenn man es in der Regel in 2-3 Stunden dann durch hat. Oh, besseres Gameplay. Ich finde jetzt, Undertale hat dann einfach ein simpleres Kampfsystem. Oder beziehungsweise simpel. Ich finde, beide Kampfsysteme sind relativ originell. Und von den Texten her sind beide gleich, von der Story her sind beide gleich. Also vom gut sein Faktor her, sag ich mal. Ich persönlich würde jetzt keins der beiden Spiele über das andere stellen. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Ich möchte deine Meinung natürlich nicht kaputt machen.
Was heißt denn jetzt nochmal generous? Warum bin ich gerade so blöd? Großmütig, großzügig, freigebig, fruchtbar, reich. Also wahrscheinlich großzügig, genau. Ich bin der Meinung, dass Toby Fox ganz schön viel sich mit der Story gedacht hat, auch wenn er das so gar nicht preisgeben will. Oder so nicht sagen will. Also, weil in der Story von Undertale ist einfach viel zu viel drin, wo man wirklich merkt, Dankeschön für den Übersetzungsvorschlag. In Undertale ist einfach zu viel drin, wo man merkt, dass er sich was dabei gedacht hat. Weil einfach nur zu sagen, ach ja, ich wollte einfach mal die Leute was reininterpretieren lassen, das ist dran vorbeitricksen. Aha, muss ich mir mal irgendwo notieren, dass ich mir das mal anschaue. Quasi, ich habe ja die Aufnahme von dem Stream, dann passt das auch. Was ist Overtale? Danke, Roxas. Guck ich mir nachher an. Wo bin ich denn hier? I doubt you'll be able. Okay. Weiß ich jetzt tatsächlich nicht, was ich davon halten soll. Es ist halt so eine Sache, Undertale ist für mich eine abgeschlossene Story. Wenn es jetzt heißt Fan-Fortsetzung, so wie du das sagst, gehe ich davon aus, dass diese Story, die in Undertale aufgegriffen wird, fortgesetzt wird. Keine Ahnung, vielleicht, dass die Monster dann auf der Oberfläche leben, zusammen mit den Menschen und bla bla bla. Wenn das so gemacht ist, finde ich es nicht gut. Wenn es was Eigenes ist, wie es bei Mother 4 der Fall ist, das ist ja wirklich was Eigenes, die müssten es eigentlich nicht mal Mother nennen, dann, also wenn es was Eigenes ist, dann finde ich das besser, tatsächlich. Was? Okay, das ist mir schon zu hoch. Das ist wieder so viel Fanfiction-Gedöns, das ist mir tatsächlich zu viel und tatsächlich auch zu blöd. Wenn es jetzt Ich bin allgemein ein Gegner von Fanfiction. Es gibt gut gemachte Fanfiction, richtig gut gemachte Fanfiction von diversen Sachen. Undertale ist dann halt bei mir so ein Ding, ich mag Undertale sehr. Es ist wirklich eins der besten Spiele der letzten Jahre. Es ist mein Spiel des Jahres 2015 auf jeden Fall. Und mit sowas kann man es mir aber halt auch wieder voll kaputt machen. Das ist so wie jetzt der neue Ghostbusters-Film. Ich liebe die ersten beiden Ghostbusters-Filme. Und sogar das Spiel von Atari ist super. Aber jetzt kommt der neue Ghostbusters-Film. Und der Trailer war so scheiße und so schlecht. Und damit wird mir fast das ganze Franchise schlecht gemacht. Weil Leute irgendwie denken, also in dem Fall denken sie, wir müssen Geld machen. Aber bei Fanfiction ist dann halt so, also es hat so einen Fanfiction-Charakter von wegen, ich will jetzt mein Ding rüberkriegen, wie ich es mir vorgestellt habe und bla bla bla. Und dann kommt viel Scheiße bei ihr raus einfach. Das ist blech.
Ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber ich bin einfach kein großer Fan von sowas tatsächlich. Ich werde es mir mal anschauen, das Overtale. Aber ich kann jetzt echt nicht sagen, ob es mir dann gefallen wird oder nicht. Und man merkt auch schon, dass ich nicht gleichzeitig diskutieren und übersetzen kann. Computer, please, nicht explodieren. Was ist ein Upper Tail? Was? Oh Gott. Nee, jetzt wird's wirklich zu viel. Hey, ohne Witz. Was soll denn das? Was soll denn das? Es macht überhaupt keinen Sinn, von einem Spiel, das so frisch ist, jetzt schon eine Fan-Fortsetzung machen zu wollen. Lass doch erstmal vielleicht Toby Fox mal seinen Scheiß machen. Vielleicht will er eine Fortsetzung machen. Oder ein Prequel. Ich könnte mir echt gut vorstellen, dass er irgendwann mal ein Prequel anfängt. Aber, um Gottes Willen, manchmal sind Fans ein bisschen zu krass. Vor allem finde ich es recht hart, wie stark tatsächlich die Furry-Community auf Undertale abgeht. Ich kann es verstehen, warum, aber Furries sind für mich, Entschuldigung, wenn ich damit jetzt irgendjemanden meiner Zuschauer damit irgendwie kränken sollte, aber Furries sind für mich sehr spezielle Leute, Menschen, muss ich dazu sagen. Egal, ob die sich jetzt als Tier fühlen oder nicht, ist mir egal. Das sind Menschen, die sich in meinen Augen irgendwo ein bisschen zu eigenartig verhalten. Und nee, habe ich auch nicht gemeint. Ich habe auch nicht gemeint, dass du ein Furry bist. Es ist nur, es gibt halt solche Leute. Und von diesen Leuten stützen sich eine Menge auf Undertale, weil das besteht ja schließlich hauptsächlich aus anthropomorphen Kreaturen. Und, das sind die Leute, die machen es für mich dann irgendwo ein bisschen kaputt, weil das wird recht totgetrampelt. Beziehungsweise es wird als Dieses beating a dead horse, weißt du, einfach was komplett auszumelken. Das ist schrecklich. Hab vergessen. Nur wenn wir uns bei dem Emulator was einstellen. Wo ist denn hier das Frame-Skipping? Warum hat der hier jetzt kein Frame-Skipping? Letzteres. VBAM. Und ich bin da noch nicht 100% damit, versiert, weil, ach ja, sagt man, aber das hat genauso viel Input-Lag wie das normale VBA. Also, ich hab eine Flashcard für den DS, auf dem ich GBA, mit der ich auch GBA-Spiele spielen kann.
Da funktioniert es natürlich perfekt, weil keinerlei Input-Lag. Auf dem Emulator ist halt der Input-Lag wirklich so eine halbe Sekunde circa und das bringt einen halt ziemlich durcheinander. Das ist halt bei Rhythm-Based-Sachen ziemlich doof. Aber ich habe mich hier ja schon ein bisschen, also in dem Spielstand, den ich hier durchmache, habe ich mich auch schon auf Level 99 gecheatet, also ist mir das Rhythm-Based-Stuff ziemlich egal. Ups. Taste. Ja, mein PC ist jetzt auch nicht schwach. Der ist halt nur, der ist effektiv, glaube ich, 2 Wochen am Stück an. Vielleicht sollte ich mal wieder neu starten. Und dementsprechend ist es bei mir halt so, dass der ab und zu, dass der Emulator deswegen ab und zu ein bisschen laggt. Also einfach ein bisschen überfordert über die 2 Wochen hin. Schreibe ich jetzt Zeit-T, wie dumm. Gut, an sich, ich mache halt meinen halt in Ruhezustand, aber Ruhezustand heißt auch nichts anderes als alles, was gerade im Arbeitsspeicher ist, speichert er temporär auf die Festplatte und schaltet sich dann ab. Und sobald du ihn wieder anmachst, wird alles auf der Festplatte in dieser Datei wieder in Arbeitsspeicher zurückverfrachtet. Also, es ist nicht so, als ob der Computer durchläuft, aber er ist halt immer noch in der gleichen Windows-Sitzung drin. Ja, ich krieg diese Krebsartigkeit, wie du sie nennst, krieg ich tatsächlich auch nicht so mit. Also, aber ich krieg's halt nebenbei mit. Ich bin halt auch oft genug auf Twitter und da kriegt man es irgendwie ganz besonders mit. Ich bin auch im NeoGAF aktiv und da kriegt man es mit. Und ab und zu traue ich mich auch mal im Reddit vorbeizuschauen und auch da kriegt man es mit. Also, bleh. Ich mag das Spiel, ich mag's für mich und ich habe meine Freunde, mit denen ich über das Spiel reden kann, ohne dass mir schlecht werden muss. Also von daher ist das alles in Ordnung. ja gut, Roxas, ich kann dir da jetzt leider gerade nicht helfen. Ich schau mal, ob ich das vielleicht auf nächste Woche dir da irgendwie Hilfestellung geben kann, falls du das bis dahin nicht gelöst hast. So, Text anpassen. Nein, ja, auch, aber eher so im Sinne von, ich weiß nicht, das sind halt Leute, die sich zu sehr auch in das Spiel reinversetzen, sag ich mal, die das, meine Güte, fast schon ein autistisches Verhalten an den Tag legen deswegen. Also so, weißt du, crazy people, so von wegen, oh mein Gott, Goat Mom ist meine Waifu und so ein Scheißdreck. Solche Leute meine ich und davon gibt's zu viele.
Wenn ich jetzt meine Kamera an hätte, könnte es von meinem Blick her ablesen, was ich von der Theorie halte. Effektiv gar nichts. Was soll denn der Scheiß? Earthbound und Undertale sind zwei Paar Stiefel. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und das ist halt auch, also, wenn du es schon so ansprichst, sag ich mal. Wenn die Fanbase versucht, irgendwas zu vermischen, ist auch was, kann ich nicht ab. Also. Aber das ist so ein zwanghafter Scheiß. Warum überhaupt? Ich meine, nur weil das Spiel von einem anderen Spiel inspiriert ist, heißt nicht, dass es mit dem anderen Spiel was zu tun hat. Story-technisch. Porky hat keine Starman mitgebracht, weil Geiges ist zerstört und dementsprechend gibt's keine Starman. Also die Zeitlinie wurde wiederhergestellt sozusagen. Also, das ist meine Ansicht. Ich bin da halt einfach zeitreisentechnisch, fühle ich mich einfach ziemlich up-to-date sozusagen. Und dieser Ripple-Effekt, nennt man es ja gerne, wie aus Zurück in die Zukunft. Wenn der Status quo wiederhergestellt ist, dann kann es halt das und das nicht geben. Roxas, ja, so ein paar Theorien von wegen. Ist Geiger's Ness aus der Zukunft? Was soll der Scheiß? Diese Baby-Theorie ist interessant, sag ich mal, weil in mit diesem Muster, das dann halt die Silhouette von einem Baby quasi ergibt, interessant, aber mehr auch nicht. Ich find's dann halt wiederum schrecklich, wenn Leute das als Fakt darstellen wollen. Gibt dann noch eine andere Serie, die ich über alles lieb und tatsächlich mehr als die Mother-Spiele. Und das sind die Zero-Escape-Spiele, also 999, 9 Hours, 9 Person, 9 Doors und Virtue's Last Reward. Und jetzt kommt ja der dritte Teil bald raus, Zero-Time-Dilemma. Und für Zero-Time-Dilemma gibt's so viele Fan-Theorien. Von wegen, ah, die Person ist Zero und die Person ist das und das ist, und wahrscheinlich vielleicht das und vielleicht das. Und jetzt hat sogar der Ersteller vom Spiel gesagt, dass einige dieser Theorien, oder mindestens eine der Theorien, sogar weitestgehend stimmt. Und dann denke ich mir auch, haltet mal die Fresse, weil so spoilert man sich nur, ohne dass man es weiß. Ich meine, klar, man möchte natürlich die Theorie aufstellen, ob jetzt die Person sein könnte und bla bla bla. Aber lasst doch bitte die Theorien woanders, am besten bei euch. Weil ich möchte sowas gar nicht hören. Vor allen Dingen, weil es auch gar nicht mit meiner möglichen Theorie oder mit meinem Verständnis der Spieleserie zu tun hat. Ich nur weil der durch die Zeit reisen kann und der nicht, heißt es ja nicht, dass der es nicht kann, trotzdem der sein könnte, der durch die Zeit reisen kann. Und bla bla bla. Fickt euch mit euren Theorien. Scheiß drauf. Nehmt mal bitte einfach nur das, was da auch ist. Und wenn der Ersteller des Spiels sagt, ja, stimmt, so wie du es gesagt hast, dann nehme ich es hin. Aber wenn der Ersteller sagt, das ist zur Interpretation freigegeben, dann verkauft es doch bitte nicht als bare Münze. Bei Silent Hill ist es ja so. Silent Hill, wer war das? Akira Yamaoka, sagt ja immer, ja, Silent Hill 2, Silent Hill 3 und Silent Hill 1, die Enden, die sind zur Interpretation freigegeben. Da kann man sich denken, was man will. Vielleicht war Harry Mason im ersten Teil tatsächlich die ganze Zeit tot. Vielleicht war James im zweiten Teil ein Alien oder was auch immer. Es gibt einfach genug Ansätze, die sagen, die Theorie kann stimmen, aber das als bare Münze verkaufen ist richtig schrecklich. Das kann ich überhaupt nicht gebrauchen.
Roxas wegen Kingdom Hearts Community. Da macht jeder Scheiß Sinn. Holy fucking shit, ich blick ja die Story überhaupt nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe auch die Handheld-Teile nicht gespielt. Ich habe nur Kingdom Hearts 1 und 2 gespielt. Ich habe, Chains of Memories habe ich fast durchgespielt. Und 3D habe ich ein bisschen gespielt, aber sonst keinen Teil. Und fuck, man, die Story ist so verwirrend. Aber ich habe einen Kumpel, der kann sie mir perfekt erklären. Also von daher ist in Ordnung. Magoiner kam so zustande, im Englischen heißen die ja Magypsies und ich sehe den Namen Magypsy als ein Wortmischmasch aus Magic und Gypsy. Gypsies sind im Deutschen Zigeuner und eins und eins, ne? Macht irgendwo zwei. Ganz genau, ja. Und die einzige Magoinerin, den einzigen Magoiner, den ich ansatzweise umbenannt habe, war Aeolia. Die wird im Englischen noch mit AE geschrieben und im Deutschen habe ich einfach ein Ä draus gemacht, weil die äolische Tonleiter wird halt einfach mit Ä geschrieben im Deutschen. Also simple Eindeutschung. Jetzt aber oder vielleicht spiele ich einfach mal kurz. Scary looking gentleman. Ich kenne keine Mother-Fan-Spiele, kann ich gleich hier mal ganz allgemein sagen. Ich, außer natürlich den Halloween-Hack von Toby Fox, aber den habe ich angespielt, der war auch viel zu schwer und dann habe ich es gelassen. Sonst kenne ich keine Fan-Hacks oder Fan-Spiele von Mother. Mother 4 halt, aber ja. Aber jetzt muss ich trotzdem rausfinden, wie ich das übersetze. Hahaha.
Wie habe ich ihn jetzt genannt? Habe ich ihn jetzt genannt? Bärchen auch irgendwann mal ersetzt. Ein Makerspiel, ja, holy shit. Muss ich mir mal auch vielleicht mal anschauen. Aber hat noch alles seine Zeit. Ach, ich finde Kingdom Hearts geht sogar noch mit seinem Kampfsystem. Da gibt's viel schlimmere. Ich persönlich bin zum Beispiel, ich meine, ich mag Secret of Mana, aber es gibt halt auch Besseres. Ich meine euch beide, ich meine alle. Hi Dawnstone. Also, Gratulation.
spricht man Text in Verbindung mit dem Herz auf? Ach so, das sind ja alles die Magoiner. Die sind ja schon, ja, transvestitisch, homosexuell veranlagt. Ich würde jetzt sagen, dass du einfach halt ein bisschen einen homosexuellen Charakter in die Stimme mit reinbringst und so sprichst es aus, keine Ahnung. Das ist, so denke ich halt, wie die reden. Und ich nehme einfach mal an, dass das auch so gedacht ist, dass die so reden. Nee, ich mach geil. Besser. Was ist denn so scheiße an Earthbound X? Scrumptious, was ist das denn? Scrumptious. Ach, den Deutsch-Patch wollte ich mir tatsächlich gar nicht anschauen für Undertale, weil... es gibt so viele Wortspiele in dem Spiel, die lassen sich eigentlich gar nicht erfolgreich übersetzen. Ich meine, hier in Mother 3 ist es schon schwer. Aber in Undertale, ja, holy fucking shit, das dauert ja, da bist du ja ewig dran. Ja, dann werde ich es mal selber spielen. Danke, Roxas. So, scratch, screen, scrimmage, scriptwriter. Blablabla. Scrumptious. Klasse, lecker. Warum? Oh, hätte man ja einfach nur Fantastic schreiben können. Übertreiben mal ein bisschen. Der wird gar kein Playtesting gemacht haben. Ich meine, Undertale ist jetzt kein besonders langes Spiel. Wenn ich Textboxen überspringen sollte, brauche ich 1,5 bis 2 Stunden. Also ich habe es für mich mal gespeedrunnt. Ich brauche wirklich nicht lang. Und
Wenn jemand kein bisschen Quality Assurance macht, dann kann man es ja gleich vergessen. Dann braucht man es gar nicht erst übersetzen, weil es macht ja gar keinen Sinn. Roxas, du kannst nicht von jedem erwarten, dass er Fremdsprachen lernen soll. Ich meine, sonst könntest du genauso gut sagen, warum gibt es überhaupt einen Englisch-Patch für Mother 3? Sollen doch die Leute Japanisch lernen? Das ist eine dumme Aussage, muss man wirklich sagen. Viele Leute brauchen es im Beruf, manche brauchen es nicht. Viele Leute können es, viele Leute können es aber auch nicht. Für die Leute, die es nicht können und es mehr als du denkst, macht man solche Deutsch-Patches. Ob jetzt offiziell oder inoffiziell, ist egal. Aber ich mach's halt, habe ich ja schon gesagt, ich mach's für mich. Aber ich mach's natürlich logischerweise auch für die Leute, die es auch auf Deutsch spielen wollen, weil sie es nicht anders spielen können. Und für Undertale darf es ruhig einen Deutsch-Patch geben. Aber die Problematik liegt einfach in der Art der Übersetzung. Man muss halt einfach schauen, dass man auch die Wortwitze, wenn man sie nicht übersetzen kann, neue macht. Da muss man halt Zeit und Arbeit investieren. Und so wie es aussieht, hat der eine mit seinen 3 Monaten kein bisschen Arbeit investiert und einfach nur blind übersetzt. Und das ist natürlich bescheuert. Ich meine, wenn wir sowieso gerade beim Thema Deutsch-Patches sind, ich meine, schließlich ist es ein Stream zu einem Deutsch-Patch. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, die Arbeit, die ich mir hier mache. Ciao, Klein. Bis nächstes Mal. die Arbeit, die ich mir hier mache, ist einfach. Ich möchte hier Qualität reinstecken. Ich möchte nicht, dass Leute irgendwie denken. Super, jetzt habe ich den Patch installiert und ich kann 3 Textzeilen weit klicken und dann hängt sich das Spiel auf. Weil ich dann halt eben kein Beta-Testing oder was gemacht habe, keine Fehlersuche gemacht habe. Das möchte ich logischerweise vermeiden. Wenn ich schon so viel Arbeit reinstecke oder wenn ich Arbeit in eine deutsche Übersetzung stecke, dann sollen andere davon auch profitieren können. Deswegen mache ich die Übersetzung. Ich mache das nicht nur für mich. Wenn ich einen Übersetzungspatch mache und den veröffentliche, mache ich es ganz offensichtlich nicht nur für mich. Ich mach's für alle, die davon profitieren können. Also unentgeltlich profitieren können. Und da muss man sich halt wirklich drüber im Klaren sein. Wenn man die Übersetzung veröffentlicht, muss man Fehlersuche betreiben. Ich meine, es ist nicht gerade wie, ach, keine Ahnung, Spieleentwicklung. Du musst der Erste sein, der diese Spielidee rausbringt. Das wäre ja dumm. Ich meine, Es ist eine Fan-Übersetzung, die kann 1000 Jahre Zeit haben. Wenn es jetzt eine offizielle Übersetzung wäre, wenn es eine wäre, für die man bezahlt wird und für die man auch nur eine bestimmte Zeitspanne zur Verfügung hat, bis sie fertig sein muss, gut, dann kommt man unter Zeitdruck. Ich persönlich habe halt keinen Zeitdruck, deswegen kann ich Qualität reinstecken. Der Typ, der Undertale übersetzt hat, war definitiv nicht unter Zeitdruck und hat Scheiße gebaut. Wenn es irgendwo Übersetzungstools für Undertale gibt, würde ich mich tatsächlich gerne dafür bereit erklären, eine Fan-Übersetzung für Undertale zu machen. Weil ich mich in der Lage sehe, das meiste, was zu übersetzen geht, auch übersetzen zu können und das, was nicht zu übersetzen geht, Neues zu erfinden, dass es immer noch witzig ist und immer noch passt. Schaut euch zum Beispiel die Übersetzung, nur die Übersetzung, nicht die Synchro, sondern die Übersetzung von den ersten so 6, 7, 8 Simpsons-Staffeln an,
und alles, was danach gekommen ist. In den ersten paar Staffeln ist nicht einfach nur übersetzt worden. Es ist eingedeutscht worden. Also im Sinne von... heutzutage sind die Übersetzungen richtig kacke billig, weil die Wort für Wort quasi übersetzt werden. Und da gehen auch Wortwitze mit verloren. Weil die machen auch keinen Sinn. Es wird die Übersetzung sich nicht angeschaut im Kontext von wie es halt kommt. Und deswegen zum Beispiel hier auch der Stream, der jetzt gerade ist bei Mother 3. Ich habe mir den Kontext von diesen zwei Zeilen raussuchen müssen, was der jetzt bedeutet. Weil sonst hätte ich dieses Now hätte ich sonst mit Jetzt oder Aber oder so übersetzt. Und ja. Roxas, ich kann dir sagen, wenn sich jemand reinhängt in einen Deutsch-Patch für Undertale, dann wirst du auch sagen, das muss nicht auf Englisch bleiben. Es ist gut, dass es das auch auf Deutsch gibt. Weil zu sagen, das sollte auf Englisch bleiben, das ist irgendwo ein bisschen, das klingt irgendwo egoistisch. Das klingt so, als ob du anderen Leuten, als ob du anderen Leuten einen Spaß verbieten würdest. Und das willst du ja wahrscheinlich nicht. Du willst ja wahrscheinlich auch, dass möglichst viele Leute, denen es gefallen könnte, Undertale auch spielen. Wenn die Leute aber halt jetzt kein Englisch können, dann brauchen die eine Übersetzung. Und die muss man aber halt auch richtig machen. Ja, natürlich, aber du kannst doch jetzt nicht von dieser einen Übersetzung sagen, es sollte lieber auf Englisch bleiben. Klar ist die Übersetzung kacke, aber das liegt halt daran, weil der Typ dumm war und sich keine Mühe gegeben hat. Du musst natürlich auch jetzt einfach sehen, es muss natürlich jemand übersetzen, der sich Mühe dabei gibt, der sich mit der Materie auskennt und der auch weiß, wie er das übersetzen muss. Wenn du so einen nicht hast, wie diesen Typen, dann wird's nix. Aber bitte lass darauf einfach nicht schließen, dass es stattdessen doch lieber auf Englisch bleiben sollte. Weil auch ein schlechter Übersetzungspatch ist immerhin schon mal eine Möglichkeit, dass mehr Leute das Spiel spielen können. Also letztendlich muss man halt einfach auch das Positive da drin sehen, auch egal wie schlecht es ist. Solange jetzt nicht irgendwie die Übersetzung so fehlgeschlagen ist, dass er eigentlich ein komplett neues Spiel draus gemacht hat, ist es ja noch okay. Also das sollte nicht passieren. Man sollte jetzt nicht irgendwie dann plötzlich sagen, dass Azriel plötzlich, keine Ahnung, Thomas heißt und Jara heißt dann plötzlich einfach Karl. Das wäre natürlich bescheuert. Dann geht's halt, weil in der Story geht's um Jara, es geht um Frisk und es geht um Azriel. Und wenn diese Charaktere nicht so heißen, dann ist es falsch. Vor allen Dingen ist es bei Azriel natürlich noch umso schlimmer, wenn Mutter und Vater halt dann irgendwie, keine Ahnung, Kerstin und Jürgen heißen. Das wäre bescheuert. Weil dann wäre der Wortwitz aus seinem Namen natürlich weg. Es ist einfach lieber eine blöde Übersetzung, damit es Leute spielen können, als gar keine, dass es niemand spielen kann.
Aber ich reite jetzt, glaube ich, auch ein bisschen zu stark drauf rum. Ich glaube, ich bin jetzt einfach mal ruhig. Mensch, der Block ist ganz schön groß mit seinen 50 Zeilen. Das ist jetzt, wie sieht's Make-up hier im Deutschen definitiv geschrieben? Na, okay, up. Bindestrich, klein weiter, okidoki. Interessant. Ich verstehe schon deine Meinung. Verstehe ich wirklich. Ich weiß, dass dir die Witze und so weiter wichtig sind. Aber die Sache ist einfach so. Wenn das Spiel auf Englisch bleibt, dann gibt's einfach theoretisch 4 Milliarden Menschen, was auch immer, die das Spiel dann nicht spielen können. Theoretisch. Die Übersetzungen sind ja dazu da, eine möglichst breite Masse zu befriedigen. Und du kannst aber halt leider einfach wirklich nicht sagen, dann soll es lieber auf Englisch bleiben und die Leute sollen gefälligst Englisch lernen, weil das ist halt, das ist nicht Sinn der Sache, schlicht und ergreifend.
Anstand, ne? Schauen wir mal nach. Ich verstehe dich, aber es gibt immer noch genug Leute, die kein Englisch können. Es gibt auch Leute, die können Englisch, aber nicht so gut, dass sie das Spiel spielen können, weil zum Beispiel der Wortschatz nicht umfassend genug ist. Es gibt halt immer viele Dinge, die man bei sowas einfach beachten muss. Ich persönlich finde es wichtig, dass es Spiele in möglichst allen Sprachen gibt. Aber es muss logischerweise gut gemacht sein. Wenn jetzt der Wortwitz flöten geht, ist es scheiße. Deswegen muss dann halt mindestens ein Ersatz da sein, der genauso witzig ist. Und der halt auch genauso witzig sein kann, besser gesagt. Weil Humor ist ja auch wieder sowas Subjektives. Was wollte ich jetzt schauen? Courtesy. Höflichkeit. Gefällig. Ich glaube, Anstand ist gut. Lassen wir mal Anstand. Oh Gott, das hat ein bisschen wehgetan, den Satz hier gerade zu schreiben. Selbst ohne Make-up richtig. Ja, das ist halt Earthbound, beziehungsweise die Mother-Reihe ist halt in Deutschland jetzt los. Ich sehe gerade, irgendwie kackt bei mir das Internet ab. Ich bin gleich wieder da und beantworte dann die Frage. Einen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Also,
Ich wollte auf das eingehen, was du sagst, wegen, dass du es komisch findest, dass die Spiele nicht schon auf Deutsch rausgekommen sind und so weiter. Earthbound hat ja sowieso eine ziemlich, schon eine blöde Vergangenheit allgemein, also die ganze Reihe. Mother 1 hätte ja ursprünglich schon in Amerika rauskommen sollen, wurde ja auch übersetzt und ist dann nicht rausgekommen. Dann kam Earthbound raus, aber nur in Amerika und Japan natürlich. Mother 3 nur in Japan. Also das heißt, es gibt davon nicht mal eine offizielle englische Übersetzung. Und wenn es halt dann nach Deutschland gekommen ist, offizielle Übersetzungen sind natürlich auch immer mit Geld verbunden. Das muss man sich natürlich auch im Klaren drüber sein. Und Earthbound hat jetzt nicht wenig Text. Genauso wie Mother 1 und Mother 3 auch nicht wenig Text haben. Je mehr Text, desto teurer. Und wenn ich mir jetzt das hier so anschaue, einfach Mother 3 einfach als Beispiel, hat Text, da wäre ein professioneller Übersetzer, schätze ich mal, also 2 bis 3 Monate auf jeden Fall dran. Und das kostet halt wirklich Geld. Dann muss es gebeta-testet werden, wenn Fehler auftauchen, muss eventuell was neu übersetzt werden. Wenn der Kontext nicht stimmt, muss neu übersetzt werden. Nintendo ist ja sowieso extrem pingelig bei sowas. Die wollen ja perfekte Spiele abliefern, was ich auch gut finde. Die Sache ist einfach, wäre Earthbound zusätzlich noch in andere Sprachen übersetzt worden, also sag mal einfach mal die europäischen 5, Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Französisch, dann hätte sich der Release von Earthbound in Europa wahrscheinlich nochmal um ein halbes Jahr verschoben, weil einfach eine Menge Arbeit dahinter steckt. Das gleiche auch mit anderen Spielen. Es ist immer Arbeit dahinter, gerade in Europa, wo es halt mehr als eine Hauptsprache gibt. Es gibt mehr Länder als nur Deutschland. Das muss man sich natürlich auch bewusst machen. Alles muss übersetzt werden, es muss alles korrekt sein, es muss alles gebeta-testet werden. Sonst kommt so ein Scheiß dabei raus wie, ich glaube, die spanische Übersetzung von Pokémon Rot, die wohl ziemlich kacke war. Da waren, also im Spanischen, Italienischen zum Beispiel, haben die ersten 151 Pokémon keine eigenen für das Land spezifische Namen. Die haben die englischen Namen zum Beispiel. Dann hat wohl irgendwo ein bisschen der Kontext überhaupt nicht gestimmt. Und so weiter und so weiter. Das hat man mit Feuerrot und Blattgrün scheinbar hinbekommen, aber man merkt einfach, dass sowas passieren kann. Und das ist natürlich nicht gut. Und sowas muss man vermeiden. Man muss da wirklich leider immer den finanziellen Aspekt mit betrachten. Klingt blöd, aber ist wirklich so. Es steckt viel, 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 viel mehr in der Übersetzung als nur das reine Übersetzen. Und deswegen wird halt auch bei manchen Sprachen einfach eingespart, will ich damit sagen. Oh, habe ich jetzt Magorina weiblich oder männlich gemacht? Eine der Magorina. Eine der Magorina. Ich glaube, weiblich sind.
Ach Quatsch. Was sagt mein Handy? Warum vibriert es? Was soll das Handy? Ja, ich merk's, mein Upstream scheint irgendwie nicht ganz so zu sein, wie er soll. Ich weiß leider nicht, woran das liegen könnte. Wenn es noch häufiger auftritt, dann werde ich den Stream ganz kurz unterbrechen und die Bildqualität oder die allgemeine Qualität ein bisschen runterstellen, dass nicht so viel auf einmal hochgeladen werden muss. Ist dann halt so eine Unterbrechung von einer Minute oder sowas. Aber erstmal lasse ich es noch. Vielleicht mache ich auch mal kurz den Emulator auf Pause, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Auslastung vom Computer. Es war keine Musik dabei. Aber es gibt Schlimmeres. Indirekt ist jetzt aber das falsche Wort. Also nee, das ist nicht. Jetzt merke ich gerade schon wieder, dass der Upstream wackelt. Eigenartig. Oh, es ist ruhig. Es ist mir zu ruhig. Safe State. Ja. Ist in Ordnung.
Giska. Willkommen zurück. Würde ich Spenden annehmen? Ja. Kann ich da direkt sagen, ich weiß gerade nur nicht wie. Ich habe auf der Mother 3 Übersetzungsseite, also auf der richtigen Webpage, die ich aber nicht mehr betreibe, hatte ich mal einen Spendenbutton, da ist nie was reingekommen. Also über PayPal. Jetzt muss ich gerade überlegen, ich müsste wahrscheinlich mein PayPal-Konto irgendwie umstellen, damit ich tatsächlich Spenden annehmen darf. Also, ich sage einfach mal ein ganz, ganz trockenes Ja würde ich annehmen. Ich weiß aber nicht wie.
Das ist sehr nett von dir tatsächlich. Ich schau mal, was sich machen lässt und sobald sich's ergibt, werde ich es auf jeden Fall ankündigen und einen dicken, fetten PayPal-Button unter den Stream kleben. Also keine Sorge. Du kannst mir ruhig all dein Geld geben. Ich nehme es dankend an. Gut, dankeschön. Ich komme auf dich zurück, wenn ich jemals Geld brauchen sollte. So, dann ist der Block auch bald vorbei. Ich mag japanisches Essen, ich mag... Also, es kommt bei mir tatsächlich aber auch drauf an. Ich bin einfach kein Mensch, der so... Ich bin kein Gemüsemensch tatsächlich. Es kommt immer ganz drauf an. Aber ich mag zum Beispiel Sushi unglaublich gern. Ramen mag ich an sich auch. Ich habe allerdings tatsächlich noch nie oder noch fast nie echte zubereitete Ramen gegessen, sondern halt einfach nur die aus der Verpackung natürlich. Und davon habe ich kartonweise. Ja, also ich bin schon einer, der für japanisches, eigentlich allgemein asiatisches Essen tatsächlich relativ weit offen ist. Essen allgemein ist super. Ich mag Essen. Essen ist lecker. Der Spitzname Wowow. Ja, voll egal. Wenn du schon sagst, ich kann mir so viel Geld schnallen, wie ich will, dann hätte ich ganz gerne 10.000 Euro. Ist es möglich? 10.000 Euro Barkralle oder einfach ohne Umstände. Wäre voll gut. Könnte ich ein paar Monate von leben. Ja, das sind Ramen. Also nicht nur Ramen, aber ja, es gibt verschiedene Suppen. Die sind lecker, das stimmt. Und ich habe davon einfach noch zu wenig gehabt. Es gibt auch einfach zu wenige japanische Restaurants oder auch nur japanische Nudelstände oder sowas hier in Deutschland. Oder zumindest mal hier in der Ecke, in Baden-Württemberg. Ich sehe natürlich viel vietnamesisches und chinesisches oder thailändisches, aber ich sehe so selten japanisches.
Albe. Zwei Zahlen noch. Cool, cool, cool. Ja, tatsächlich zwei. Kannst du machen. Kann ich ja im schlimmsten Fall bei der Bank umtauschen, hatte einfach einen frischen 10-Euro-Schein. Oh Mann, Exposition-Sätze sind so scheiße. Niemand auf der ganzen Welt würde sagen, lasst uns diesen unterirdischen Pfad zum Hof von Schloss Osohe folgen. Aber Spiele. Entweder so. Jetzt kommt der Satz, den ich schon von Anfang an gesehen habe. Shit. Also, Petit. Pretty sweet. Kleine feine Süßigkeiten. Wow, so einfach geht es. Siehste, Wortwitz erhalten und Sinn immer noch dabei. So muss man Undertale auch übersetzen. Der Wortwitz muss beibehalten werden und er muss immer noch im Kontext Sinn machen. Und das ist auch, wie ich hab, während ich Undertale meine 5000 Mal durchgespielt habe, habe ich übrigens auch im Kopf einfach mal immer gedacht, wie würde ich denn das jetzt übersetzen, wie würde ich das übersetzen. Bin zum Teil auf richtig, richtig krassen, geilen, blöden, behinderten Scheißdreck gekommen, der so witzig wäre. Aber, ja, ich weiß nicht, ob ich das heute noch wüsste. So. Wenn ich schnell speichern, sonst kacke ich's noch. Cool, ich kann weitermachen. Yay! Spielstand laden. Wo ist es? Oh, falsch Schlüssel. Falsch. Das ist. Load Stage. Bam. Also ich muss noch mein Frame-Buffer, Frame-Kipper. Wo am I aber? Hier war mein Auto. Hast du schon mit dem Text? Okay, super. Er wird's. Undertale ist ja eigentlich ein Spiel, das einfach mit dem Game Maker gemacht wurde. Und. Moment, das muss ich gerade. Hier sehe ich gerade, habe ich Drago Plateau falsch. Und kurz. Wurde mit dem Game Maker gemacht. Ich glaube, da ist es relativ einfach, die Texte rauszufiltern und direkt zu übersetzen. Bin mir aber natürlich nicht hundertprozentig sicher. Hinter dem Haus. Wenn ich das. Also. Tense ist nicht. Verspannt, das ist angespannt. Meine Güte, kein Wunder kam mir der Satz so komisch vor. Angespannt. Ach so, wie der es gepatcht hat. Es gibt da ein ganz easy Programm. Ich zum Beispiel, ich kann jetzt auch keinen direkten Patch machen. Ich muss es so machen, indem ich den Text direkt ins ROM einspeise. Und dann gibt es aber die Möglichkeit,
Du nimmst das japanische ROM und du nimmst, also das Originale, das du selbst gepatcht hast, und dann nimmst du das übersetzte ROM, packst es beides in das Programm rein und das Programm liest nur die Änderungen aus, speichert die in einer separaten Datei. Dementsprechend, also es werden halt in dem Fall auch nur die Textblöcke, die Fontgrafiken und in meinem Fall wären es dann auch noch ein paar andere übersetzte Grafiken. Und erstellt daraus einen Patch, den man dann problemlos und legal weitergeben kann. Weil sonst müsste ich ja das übersetzte ROM verteilen, das darf ich natürlich nicht, das ist illegal. Da ist ein Leerzeichen zu viel. Was wird jetzt bei meinen kommen? Okay, aber... Angespannt. Oh man, zum Glück mache ich das hier gerade so, wie ich das mache. Sonst hätte ich das verspannt jetzt drin und wäre kontextmäßig total falsch. Noch ein Block. Cool. Oh yeah. It's pitch dark in here. 463. 63. Wow. Aber es sind nur 9 Zeilen. Gut. Ja, Tomato ist ein professioneller Übersetzer vom Japanischen ins Englische. Der hat auch tatsächlich schon diverse Untertitel gemacht, also offizielle Untertitel gemacht, zum Beispiel für One Piece macht er welche, für, ich glaube, Ghost in the Shell für die Serie, für eine Menge Anime-Sachen halt vor allen Dingen. Der ist halt, wie gesagt, professioneller Japanisch-Übersetzer. Ich meine, wenn der kein Japanisch konnte, wie hätte er sonst übersetzen können? dass da halt ein professioneller Übersetzer ist, ist natürlich nur noch ein viel besserer, krasser Vorteil. Ich bin kein professioneller Übersetzer, ich bin nur ein Hobbyübersetzer. Bin aber halt der Meinung, dass ich es gut genug kann, dass ich das Spiel insgesamt einfach auf Deutsch übersetzen kann. Duden, nee. Also wenn, ich sag mal, wenn jemand das Spiel übersetzt hätte, einfach nur mit dem Japanisch-Englisch-Wörterbuch, dann Respekt. Das würde man nicht so einfach hinbekommen. Im Japanischen, also ich weiß so viel von der japanischen Sprache, dass Kontext, die Art und Weise, wie man redet, mit wem man redet, auf welcher Art und Weise man mit jemandem redet und so weiter. Das sind alles extrem wichtige Faktoren, um die Sprache zu verstehen. Und ich meine auch wirklich nur verstehen, nicht zu sprechen. Das ist wieder was komplett anderes. Und es gibt, ich glaube, allein im Japanischen gibt es, glaube ich, mindestens 5 verschiedene Höflichkeitsebenen. Und das geht vom Penner auf der Straße bis hin zur hochwohlgeborenen Hoheit. Und man spricht mit jeder Stufe anders. Man spricht die schon anders an. Man verhält sich anders. Das ist alles in der Sprache drin. Wer sowas nicht kann, kann auch so ein Spiel nicht übersetzen, muss man ganz ehrlich sagen.
Ganz genau. Da kommt so ein Scheiß raus wie. Ach, dann spielt sich das ganze Spiel, als ob Yoda das vorlesen würde. Ernster Blick. Das auch reichen. Ernst. Ach, brauche ich nicht. Mother 1 habe ich nie durchgespielt, und ich finde es tatsächlich einfach viel zu schwer. Es ist, ich habe es ja vorhin, wie ist er noch, Plane, erklärt. Oder wem auch immer. Nee, das war der Philipp, der reinkam, dem habe ich es erklärt. Mother 1 ist ein Grindfest ohne Ende. Es ist echt schwer. Wenn du verlierst, dann wirst du so weit zurückgesetzt. Es ist halt auch einfach. Es ist halt noch so ein altes Rollenspiel. Es ist sogar meiner Meinung nach komplizierter zu spielen als Dragon Quest I. Und ich habe Dragon Quest I in jeder Art und Variation durch. Mother 1 ist einfach zu schwer. Zu schwer. Mehr kann ich nicht dazu sagen.
Ja, ich weiß, dass es einen Easy Patch gibt, aber dann ist halt immer noch der Fakt da, dass es wirkt so langsam und träge und oh, die Welt, die Maps sind viel zu groß oder zu weitläufig. Man verirrt sich leicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich warte halt tatsächlich auf den Earthbound Zero Patch für Earthbound. Der ist ja jetzt auch schon seit Ewigkeiten in der Mache und sollte eigentlich auch hoffentlich bald mal fertig sein. Und dann werde ich Mother 1 auch erleben. Aber das Original, ich habe mir zwar Earthbound Beginnings auf der Wii U gekauft, aber ja, weiß nicht, ob ich das jemals wirklich groß spielen werde. Ich habe es mir halt einfach aus Fangedöns gekauft. Ja, gar nichts. Wie war das? Nein, jetzt habe ich was falsch gemacht. Da gab es doch irgendwo hier die Möglichkeit. Hier, Layer. Welcher Layer war denn das? Der Layer war das. Zu nervt. Interessant, dass jetzt der Text auf einem anderen Layer angezeigt wird. Naja. Aber hier war gerade so ein gutes Beispiel. Man hat wahrscheinlich gar nicht drauf geachtet. Jetzt stand gerade dran, Flint erhielt Nussbrot und nicht ein Nussbrot oder sowas. So wird es da komplett sein. Die ganzen vorherigen Worte, wie nennt man es? Konjunktionen und so weiter, die werden alle. Werden alle rausgeschmissen. Hier steht jetzt noch, erhielt some sonderbarer Käse. Das würde am Schluss einfach nur heißen, erhielt sonderbarer Käse. Weil, ja. Ne? Oh Gott, Computer, bitte. Ja, okay, komm, ich mache wieder den Frameskip an. Das gibt's nicht. Flinty Poo. So, nächster Textblock wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, halt, Moment. That was my Gypsy Impression. So. Patch, jetzt muss mir gerade wieder kurz mich in den Kontext reinbringen. Jetzt weiß ich nicht, welchen Patch ich angesprochen habe. Mein Gedächtnis ist scheiße. Welchen Patch für was? Für Mother 1? Für Mother 1 meinte ich den Easy Ring Patch. Achso, halt, nee, nein, Quatsch. Okay, jetzt weiß ich. Der Earthbound Zero Patch. Für Earthbound. Es gibt ein Team oder vielleicht auch nur eine Person, keine Ahnung. Die machen oder der macht oder die macht einen Patch für Earthbound, der das komplette Spiel in Earthbound Zero umwandelt. Und das halt mit upgedateten Grafiken, mit upgedateter Musik, aber halt auch mit dem Kampfsystem von Earthbound. Die Maps sind auch ein bisschen komprimierter, damit man nicht so weit laufen muss. Wenn dieser Patch fertig ist und rausgebracht wird, dann werde ich die Story von Mother 1 auch selbst spielen.
aber halt nicht Mother 1 als das Spiel, sondern Earthbound als Mother 1. Verstanden soweit? Weil ich weiß nicht, ob ich mich jetzt gerade richtig ausgedrückt habe. Ich muss mal schauen, ob ich in Google vielleicht sogar was finde. Earthbound Zero Patch. Patch Improvement. Verzeihung. Der Patch hatte auch einen ganz eigenen Namen, aber ich weiß es gerade wirklich nicht mehr, wie der hieß. Ich finde es jetzt gerade nicht. Ich finde es jetzt gerade nicht. Wenn ich es wiederfinde, dann werde ich es nächstes Mal in den Chat schreiben. Oder vielleicht auch auf YouTube dann mal drunter schreiben oder so, damit man weiß, wovon ich geredet habe. Aber jetzt gerade finde ich es leider nicht. Und jetzt muss ich auch hier weiter übersetzen. Ja. Nee, das hört sich doch anders an.
Ja, cool. Wozu will man für Mother 1 noch einen Hardpatch, wenn das Spiel schon schwer wie Sau ist? Ich hasse Wortwitze. Me too binded. Oh. Aha, den Text hatte ich ja auch noch tatsächlich gar nie. Glaube, der Text kommt nur, wenn man irgendwie, ich glaube, 5 oder so Stunden am Stück spielt. Und da. Moment, halt, nicht, nee, stimmt ja gar nicht, so lange habe ich den Spiel dann noch gar nicht offen. 2,5, 3 Stunden vielleicht. Und den Text muss ich auch irgendwie neu übersetzen. Hatte das, den Text tatsächlich noch nie. Und genau deswegen muss ich sie übersetzen. So ein Scheiß. Meint, okay, gut. Ich dachte jetzt, er meinte was anderes. Irgendwie ein Synonym für Ranke. Ah, ich brauche einen Thesaurus.
Ja, das weiß ich. Aber der Easy Patch bei Mother 1 und 2 ist, glaube ich, auch nur für den Mother 1 Part. Das ist effektiv, weil Mother 1 in Mother 1 und 2 ist eigentlich nur ein NES-ROM in einem ziemlich einfachen NES-Emulator, der zufälligerweise wohl ziemlich perfekt ist. Und dementsprechend funktioniert fast der gleiche Patch an den gleichen Stellen auch für die GBA-Version. NES-Spiele sind leicht zu patchen und zu bearbeiten, deswegen gibt es viele. Ich brauche deutsche Synonyme, du blöder Google-Hoden, du. So, Ranke. Sprossachse. Kletterpflanze. Eine Rebe. Wicken, Waldreben. Jetzt muss ich mir aber echt mal hier voll den Pun einfallen lassen. Holy shit, ey. Ja, die bessere Grafik liegt halt schon daran, weil es halt effektiv Earthbound ist. Also es ist das Earthbound-ROM, da wird der Patch draufgeschmissen und dementsprechend hat man sich gedacht, wenn schon, denn schon, dann passt man halt auch die Grafik natürlich entsprechend an. Ich muss wie gesagt schauen, wie der Patch nochmal oder wie das Projekt heißt, weil ich hab's halt echt vergessen. Oh Gott, das könnte ja auch eine Bohnenstange sein. Muss ich mal. Ich muss sie an der Wand machen. Da könnte ich ja einen Doppelwitz draus machen. Mit dem Pups davor. Das wird man ja. Warum muss ich so aufs Pupsen eingehen? Ich find's viel zu witzig. Ich behaupte einfach, dass mein Witz besser ist als der von Tomato. Aber siehst du, genau das ist es jetzt zum Beispiel. Ich musste jetzt einen neuen Wortwitz kreieren, der
Die Antwort darauf gebe ich gleich. Aber ich muss, will gerade nochmal kurz auf das mit dem Wortwitz zu sprechen kommen. Ich muss jetzt einen völlig neuen Wortwitz kreieren. Ich konnte nicht einfach sagen, wir mussten die Ranke finden. Hahaha, Witz, Witz. Das wär so ein Simpsons Season 15 Joke, der einfach wörtlich übersetzt wird statt sinngemäß. Und es ist wirklich super, dass kurz bevor dieser Text kommt mit der Ranke, dass da der Pups von Alec kommt. Weil dann kann man einen ganz neuen Witz dabei kreieren. Muss jetzt, allerdings sollte ich schauen, ob dieser Pups auch auf dem anderen Weg kommt, den man gehen kann. Muss ich gleich austesten. Super, der Witz funktioniert auf jeden Fall, auch kontextmäßig. Ich bin so stolz auf mich. Ja, gut, da wäre ich mit meinem Witzthema beendet. Wenn ich mal eine Sache raussuchen könnte für Mother 4, was wäre das? Dass das Spiel gut wird. Das ist alles, was ich will, effektiv. Ich weiß, dass das Spiel bisher gut aussehen wird. Ich weiß, dass das Spiel bisher gute Musik haben wird, von dem, was ich gehört habe. Ich will, dass sich das Spiel gut spielt. Ich will, dass es eine gute Story hat, die mit Mother vergleichbar ist. Ich will, dass das Spiel nicht gerusht ist. Ich will, dass das Spiel einfach, wenn die schon den Namen nehmen, dass sie dem Namen auch gerecht werden. Also, das ist halt so meine Mindestvoraussetzung fürs Spiel. Ich habe eigentlich schon ziemlich hohe Erwartungen an das Spiel. Aber ich bin auch wirklich der Meinung, dass meine Erwartungen da auch erfüllt werden. Es gibt nichts Spezielles, was ich mir da wünschen würde. Außer, dass es gut wird. So, weiter übersetzen. Hoffentlich keine Pupswitze mehr. Nee, ich glaube so, okay, das kann sein, dass sie so lange das machen, aber so richtig öffentlich machen sie es, glaube ich, erst seit 3 Jahren oder 4. Aber es sind ja auch nur, die machen das ja auch nur aus ihrer eigenen Freizeit raus. Also man darf man da vor allen Dingen halt nichts wirklich. Eigentlich darf man gar nicht verlangen, dass es gut wird. Man darf nur verlangen, dass es fertig wird. Und selbst das eigentlich nicht. Ich meine, die bringen das Spiel schließlich auch kostenlos raus. Eigentlich darf man so hohe Erwartungen an das Spiel dann tatsächlich gar nicht haben, wenn man ehrlich ist. Ich hab's trotzdem, weil ich bin ein Arschloch.
Bombe. Stopp. Und Stolp. C5-0. Mann, das ist ja auch wieder voll viel Text. Weil ich auch schon viel zu weit bin, merke ich gerade. Ich glaube, ich übersetze es mal wieder zurück, damit ich nicht versehentlich denke, dass ich schon war. So, weiter geht's. Da kommt jetzt der Block. Ja, morgen mache ich einen Stream, einen Super Mario Maker Stream auf Englisch. Aber ich bin auch hier mit dem Stream bald fertig. Ich werde wahrscheinlich jetzt noch den Blog übersetzen, dann bin ich fertig für heute.
So, nochmal ein Pupswitz. Ist mir egal. Wenigstens habe ich nie behauptet, witzig zu sein. So. Okay. Da hat es aber viele End-Tags. Okay, gut, umso besser, dann ist der Block nämlich schon übersetzt. So, dann mache ich es jetzt noch bis zum nächsten Frosch und dann ist der Stream beendet. Kein Frosch. Da ist ein Frosch. Wie passend. So, dann war es das. ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die zugeschaut haben. Danke, Roxas, dass du im Chat dabei warst, genauso wie alle anderen, an die ich mich jetzt gerade nicht hundertprozentig erinnere. Nächsten Samstag, gleiche Uhrzeit, 15 Uhr. Zumindest ist es so geplant. Wenn es anders kommt, werde ich es natürlich rechtzeitig vorher bekannt geben. Ansonsten morgen Super Mario Maker Stream auf Englisch. Voraussichtlich um 15 oder 16 Uhr werde ich auch noch genauer bekannt geben. Und dann Freitag wieder mit einem Spiel, das ich jetzt noch nicht weiß. Und auch das werde ich früh genug bekannt geben. Wenn ihr einfach schaut, am besten auf Facebook oder Twitter, da werde ich ständig die Infos rausgeben, die den ganzen Sendeplan quasi angehen. Genauso wie mit den Videos, die ich auf YouTube dann ausstelle. Ich denke mal, dass die Aufzeichnung von dem Stream hier gleich morgen auf YouTube sein wird. Also von daher,
Falls ihr irgendwas verpasst habt am Anfang oder jetzt am Ende oder mittendrin, könnt ihr es auf YouTube auf jeden Fall nochmal nachschauen. Nochmals danke und ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao!